Hey Leute, Wadi, willkommen zu meiner Folge von Rocket League. Heute gucken wir uns mal wieder das Rocket League Reddit an. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Menge zum Sprachchat sehen werden. Vielleicht so ein paar coole Clips, vielleicht so irgendwas Lustiges. Und ja, ich mache das jetzt aktuell, weil ich habe aktuell Probleme damit, Rocket League Videos zu machen. Weil ich mag den Sprachchat nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ein Video mache ohne Sprachchat, glauben manche Leute, ich spiele das Spiel nicht richtig. Ich mag das nur nicht, wenn man die ganze Zeit halt das hört, während man spielt, weil man halt nur den Controller von anderen Spielern hört. Ich mag Push-Talk nicht, wie es aktuell funktioniert. Und ich mag es auch nicht, dass man höheren Druck hat, wenn man den Teammate hört. Mir persönlich gibt das nicht. Ich spiele lieber ohne Sprachchat, ehrlich gesagt. Aber gut, gucken wir uns ein paar Memes an. Teammate, Airstrike diesen Fool, Trottel. Tu nicht gut. Airstrike diesen, tu nicht gut. Let's go. Also. Konter. Yep. Pow. Oh ja, okay, schön. Nice. Keine Ahnung, wie das klappen konnte, ehrlich gesagt, aber nice. Ja, der Verteidiger war so ein bisschen zu vorsichtig. Jedes Mal, wenn du den Knopf drückst, bekommst du einen großen Boost. Aber im Austausch lässt du das Tor offen. Ja. Man müsste meinen, das hört auf. Aber ich sehe das jetzt in Champion 3 sogar immer noch, dass Leute das machen. Und ja, ich bin noch Champion 3. Ich denke, in den nächsten Tagen werde ich absteigen. Es geht wirklich abwärts. Ich habe aktuell sogar ein bisschen mehr Valorant gespielt als Rocket League. Das ist auch nicht gut, das Gehirn. Mein Gehirn kann irgendwie nur entweder Valorant oder Rocket League. Aber an beiden zusammen, okay, sein funktioniert irgendwie nicht. Ich sehe, wie der Smurf ein Triple Flip Reset über mich macht. Haben wir nicht so eine ähnliche Meme schon im letzten Video gesehen? Ich weiß, mein letztes Video dazu, das ist schon 2 Monate her. Er muss einfach nochmal gepostet wahrscheinlich, ne? Das Ei im Zuschauerstand, was 60 Eierdollar bezahlt hat, nur um zu sehen, wie ich ein 140 km/h Eigentor mache. Fucking little bastard! Ich finde ja, die Eier gucken nicht traurig. Die Zuschauerschaft, wer mal mit der Kamera dahin fliegt, das sind Eier. Bei Rocket, die gucken Eier zu. Die sind aber alle glücklich. Die springen die ganze Zeit. Ein paar haben, glaube ich, Caps auf und so. Ich glaube, die sind alle happy. Da ist keine schlechte Stimmung. Die sind einfach froh, da zu sein. Sind Event-Zuschauer quasi. Ich und meine Schwester uns gefragt, wie würden 1000 Tore beim Scoreboard aussehen? Nach 2,5 Stunden haben wir es geschafft. Eieiei, ja, harte Arbeit. Das ist nicht viel, aber es ist harte, ehrliche Arbeit. Ich glaube tatsächlich, wenn du Buckes-Mod benutzt, kannst du auch so einfach im Testspiel das auf 1000 stellen. Das hätte nur ein paar Sekunden gedauert. Aber das ist vielleicht der Weg das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und es ist bestimmt erfüllend, das zu machen. Der Weg ist das Ziel. Shoutout, 1000 Tore. Hab ich recht gehabt. Champion 1. Okay. Teammate spielt ein bisschen schlecht. Teammate double committed. Safe zur Seite. Teammate double committed wieder. Da darfst du nicht stehen. Da darfst du nicht stehen, da darfst du nicht stehen, da darfst du nicht stehen. Ja, der ist jetzt okay. Passt, immer noch okay. Immer noch alles okay. Er will aufgeben. Und jetzt haut der Flip Reset raus. Wow. Ich glaube, den Clip habe ich schon. Habe ich den im Video schon gesehen? Ich habe den Clip schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob es ein Video war. Ich glaube, ich habe darüber mal geredet, irgendwie, dass ich den gesehen habe. Und dann wird Water Safe rausgehauen. Also, das war von beiden nicht gut. Der eine Teammate hat extrem Double Committed und er hat sehr Larifari engaged. Das Absurdeste finde ich, wie komisch Champion 1 Gameplay ist. Weil die Rotationen hier und die Commitments, die finden sie, sind alle Schmutz, aber dann noch ein Flip Reset raus. Das ist bescheuert. Rocket League für. Ey! Die Map Wasteland. Wer sich an die Map erinnert, wobei in Rumble ist sie drin. Oder zum Beispiel Neo Tokyo, die Map auch in Rumble mit den Seiten, wo du hochfahren kannst. Das war damals ganz normal competitive spielbar. Haben sich alle beschwert, nach einer Zeit wurde rausgenommen. Habe ich gesehen. Der findet ein Ei. In dieser Höhle da vorne ist ein Ei versteckt. Was auch immer das Ei da macht, es hat einen bösen Plan, es ist halt ein Easter Egg. Logischerweise. Aber ja, der chillt da mit seiner Sonnenbrille am Feuer und plant irgendwas. Und da vorne ist noch irgendwas. Ja. Wäre das jetzt ein anderes Spiel aus der Rocket League, könnte man dazu irgendeinen Theorie-Shit machen bestimmt. Weil Rocket League hat ja eine Story seit 3 Seasons. Aber ich bezweifle, dass die Story da irgendwas mit zusammenhängt. Ja, das ist ein Ei. Das ist ein kleiner Feller. Der hat ja sein Zuhause. Es gibt ja noch ein paar mehr Easter Eggs. Es gibt zum Beispiel ein Easter Egg auf der Strandmap. Da gibt es ein Parkhaus und das Parkhaus darfst du nur betreten, wenn du ein Diamond-Spieler bist. Da ist, glaube ich, ein Schild und da ist ein Diamond-Logo.
Und das glaube ich nur Diamonds Only oder sowas steht da. Glaube ich. Habe ich schon mal, glaube ich, drüber geredet in einem der Reddit-Videos. No. Das ist Hasbulla. Hasbulla ist kein Kind. Hasbulla ist erwachsen und Hasbulla ist eine Legende. Wenn mein Teammate mir gegenüber toxisch ist, ich aber den Chat deaktiviert habe. Ja, ich wette, so geht's einigen meiner Teammates, wenn ich den Sprachchat aus habe. Ich habe den ja aus. Ich bin sicher, ich werde wüst beleidigt teilweise. Im letzten Video hat ja auch einer mich beleidigt. Und das war ein Italiener anscheinend. In den Kommentaren gesagt, dass der gesagt hat, ich frage mich, wie man so spielen kann. Lustigerweise hat der komplett gechoked im Game. Aber ja, gut. Wenn du sie mal jetzt hinten liegst, aber aufgeben für Verlierer ist. Nein, Veto. Irgendwann muss man im Spiel auch mal sagen, okay, das ist verloren. Ich denke, es hängt auch was mit dem Alter zusammen. Wenn du halt 14, 15 bist, hast du halt viel mehr Freizeit. Ich weiß, anders. Wenn du 14, 15 bist und du bist ein schlechter Schüler, der nicht Hausaufgaben macht oder nur wenig Hausaufgaben macht, der nicht Fächer vorbereitet, dann hast du viel Freizeit und dann kannst du auch mal sagen, ja, die 5 Minuten jetzt, die nehmen wir noch mit. Aber wenn du halt nicht diese Freizeit hast, dann gehst du einfach raus und sagst, okay, verloren, next game. Siehst ein, du wirst nie meine Macht haben. Diamond-Spieler, die Flip-Resets machen können. Grand-Champs mit soliden Mechaniken und ein Gehirn. So fühle ich mich immer ein bisschen, wenn ich in die Kommentare gucke. Das kenne ich. Der Beifahrer sagt die ganze Zeit, you need to listen to me, Giovanni oder sowas. Fast, sharp right. Sharp right. Fast, sharp, ja. Listen. Sammy, you have to listen to my call. Ist das so im Sprachschild jetzt nicht sogar teilweise? Dass Leute sagen, du musst da schießen. Das ist ganz, okay, anderes Spiel. Ich rede dazu oft drüber, aber in Valorant ist das ja ganz oft so. Leute, die tot sind, die sind ganz oft sowas, das nennt man Backseat Gamer. Also die sitzen quasi hinten im Auto, die gucken dir zu und die sagen dir, was du tun hast. Smoke da, smoke bei B, plan, shoot this. Halt einfach die Schnauze, wenn du tot bist. Mein Teammate, selber Teammate im generischen Team. Finde ich gar nicht so sehr. Ich finde ganz oft, wenn man gegen dich spielt und man vorher verloren hat, merkt man, okay, die haben deswegen verloren. Ich meine, du kriegst ja kriegst du gratis Credits? Nein, ne? Ist nichts gratis, ne? Du musst dich das kaufen. Ja, 5 wäre vielleicht sogar ein bisschen viel. Aber wäre das viel? 100 Spiele? 500? Okay, diesen Clip hier muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Der spricht für sich. Jumped. Ball war eigentlich im Tor, aber hat nicht gezählt. Muss mal sehen. Wird er reingebumpt in den Ball? Da. Oh ja, der war clean. Ist ganz hinten noch eine Minute Spielzeit. Und haben wir gewonnen. 7-6. Ja, das. Ja, manchmal passiert das. Manchmal. Ich wollte erst sagen, sehr Standard. Aber okay, das ist ein Bra-Moment. Wenn du den Ball da mit den Pfosten pinchst, dann fliegt der manchmal sehr gut. Das ist aber sehr schwer trainierbar und kalkulierbar. Deswegen Chance ist hoch, dass du in deinem Leben nur ein so ein Tor machst. Können wir so etwas nochmal haben dieses Jahr. Das glorifizierteste Event, was je gemacht wurde in Rocket League. Ich meine, es war eine coole... Ich muss jetzt noch einen ausmachen, das ist Copyright-Musik. Und zwar Radical Summer. Das ist wohl das letzte, für viele, das letzte gute Rocket League Event gewesen, weil es halt eine Menge Shit gab. Es gab, glaube ich, Kisten. Es gab, glaube ich, verschiedene neue Modi. Ja, der Ghostbusters-Wagen ist neu reingekommen. Knight Rider-Wagen ist reingekommen. Sehr 80s-lastig. Da, Ghost Hunt-Modus ist reingekommen. Wo man sich fragen muss, wo ist der eigentlich? Kann der nochmal wieder reinkommen? Der ist ja auch gar nicht im Spiel drin, dass du Just for Fun spielen könntest, ne? Spike Rush hingegen ist noch häufiger reingekommen. Noch ein Modus, glaube ich, der reingekommen ist. Beach Ball. Ja. Und das alles im Spanne von ein paar Monaten, glaube ich, ne? Also wenn ihr mal Pseudo-Elitär klingen wollt, müsst ihr was sagen wie, oh, die neuen Events nicht mehr so gut. Der Radical Summer, das war noch ein gutes Event. Wisst ihr noch damals? Er bumpt den Gegner in den Ball, dass der den saved. Hier hat einer versucht, 10.000 Tore zu machen. Und er hat die Connection verloren bei 2.500. Okay, das ist sad. Na gut, er guckt die Kamera direkt an. Das ist sein Feiern, aber... Ach, I don't know. Ich bin out of touch mit der Welt. Please don't do this to me. Nutze What a Play oder was für eine Parade im Quick-Chat, um eine Kiste zu kriegen. Du kannst das ja auch einsetzen, um deinen Teammate zu loben. Du musst es nicht toxisch machen. Ich benutze es auch häufiger mal, um Gegner zu loben, wenn die den Ball gut halten. Ich finde es ja generell auch wichtig, Gegner zu loben, weil irgendwann ist der Gegner vielleicht auch mal im eigenen Team. Und es ist besser, positive Energie auszustrahlen als negative. Warum hängst du denn in den Rang fest? Falsche Antworten sind nur erlaubt. Gib mal richtige Antworten. Was glaubt ihr, warum ihr in euren Rang festsitzt?
würde mich mega interessieren. Bei mir war es der Grund, dass ich nicht aktiv genug trainiert und gespielt habe, einfach. Deswegen war ich Champion 2 so lange. Okay? Okay? Mhm. Okay? Okay? Geht der rein? Okay. Kann vorkommen. Kann vorkommen. Weiß jemand, ob es einen Grund gibt, warum dieser Steinkopf in der Farm-Map ist? Ist vielleicht auch ein Easter Egg. Du spammst What a Save, während du getragen wirst. Du gibst jeden in der Runde Komplimente. Freunde, deutlich besser, Leute. Seid lieber so wie auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Es sei denn natürlich, die Gegner sind toxisch. Dann macht es natürlich Spaß, zurückzufeuern. Also. Der will einen packen. Hatten. Yeetet in den Boden. Dreht sich halb, guckt nach unten. Okay, er guckt nach unten, dann kommt der Yeet. Ja, keine Ahnung, ich choke's irgendwie immer. Ich kann's nicht, warum auch immer. I don't know. Okay, und jetzt. Pack den nächsten. Noch ein Kill. Ist doch nice. Double Kill. Nächsten. Triple Kill. Die Griffmechanik ist natürlich aber auch wirklich krass. Noch ein, noch ein, komm. Ah! Ey! Drei schnelle Kills nacheinander und er hat die Partie gewonnen. Mit 14 Kills. Stabil, stabil. Was war denn euer Killrekord? Habt ihr einen Killrekord in dem Modus? Ich glaube, mein höchstes war mal 5 oder 6. Ein uraltes Dilemma. Der große Boost 21 Meilen weg. Der kleine Boost eine Viertelmeile weg, ja. Leute, schätzt die kleinen Boostfelder mehr. Es ist wichtiger, an der Position zu bleiben und wenig Boost zu haben, als 100 Boost zu haben und einfach das Tor offen zu lassen. Das ist dumm. Gucken wir uns noch eine Meme an. Eine einzige. Das japanische Rocket League sieht so aus im Auswahlmenü. Ich habe schon versucht, mein Spiel mal auf Japanisch zu stellen, aber das hat nicht geholfen. Da musst du ein anderes Spiel quasi runterladen. Das ist so nice. Es sieht halt so viel cleaner aus. Ich weiß nicht, warum haben wir das nicht? Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls du neu bist, lass doch mal ein Abo da. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.